So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben letztens den Big Chicken Cheese mit Käse und Soße getestet. Ich kann euch gar nicht sagen, woher der ist. Ich glaube aus dem Teegut. Dann haben wir natürlich noch den Big Beef Steakhouse in dieser Triple Collection. Heute geht es aber erstmal um den Big Beef Classic mit Käse und Soße, überall Soße drauf, das war Hähnchen, das ist dann wieder also Beef, da bin ich mal gespannt. Das sind die Dinger, die eigentlich immer cool sind und gut schmecken, für mich zumindest, weil die kommen in so einem komischen Beutel daran. Wenn man das mal hier aufreißt, sieht man ja, dass da innen drin so ein vakuumisierter Beutel ist und diesen Beutel müsst ihr in der Mikrowelle warm machen und dann habt ihr da einen richtig matschigen Burger. Wir haben auch wieder Samyang-Soße am Start, falls ihr nicht wuchtig genug ist, die nochmal schön zu würzen, den Burger. Und fürs Thumbnail, ja, halten wir dann gleich nochmal die Packung rein und den Burger auf den Teller. Jetzt den aber erstmal warm machen. So, der Burger ist fertig, der letzte Burger ist geplatzt, der ist nicht geplatzt, also der Beutel meine ich jetzt, der Beutel ist nicht geplatzt, guckt euch das mal an, als wäre der Burger in einer Seifenblase gefangen, das sieht auf jeden Fall lustig aus, ich will den jetzt so rauskriegen, am besten wir nehmen die Schere, machen wir so, so, jetzt geht die Luft nämlich raus, jetzt hätte ich mit der Schere natürlich diesen ganzen Beutel schön aufschneiden können oder wir nehmen den einfach mit der Hand raus, super, der ist auf jeden Fall wieder total matschig, total weich, total schmierig, genauso wie ich ihn haben möchte. Wenn wir das abnehmen, sehen wir hier wieder eine Scheibe Käse. Es dampft wie verrückt. Unten drunter, wenn wir ihn rumdrehen, sehen wir das Fleisch mit Soße. Und dazwischen, ja, ist eigentlich auch nochmal Käse. Also der hat immer oben Käse und unten Käse, was ich sehr gut finde. Hier ist der Käse jetzt rausgerissen. Der Rest Käse ist noch auf dem Brötchen. Das Stück rausgerissene Käse ist hier auf dem Burger direkt drauf und jetzt müssen wir den für das für das Thumbnail nochmal hier reinhalten. Das ist der Big Beef Classic. So, fertig. Der ist aber knüppelheiß, deswegen warte ich jetzt ganz kurz, bis er ein bisschen abgekühlt ist und dann haue ich mir hier schön diese Samyang Bulldog Soße drauf, aber erst beim zweiten Bissen. Ich glaube nämlich, die Soße, die da drauf machen, ist überall die gleiche. Was steht denn überhaupt? Sesam-Weizenbrötchen mit Rindfleisch-Frikadelle aus fein zerkleinertem, flüssig gewürzten Rindfleisch, Schmelzkäse-Zubereitung nach Chester-Art und einer Senf-Ketchup-Soße 9% und Ketchup 5%. Also da ist Ketchup drauf und extra nochmal eine Senf-Ketchup-Soße. Vergleich bei dem Chicken war es Senf-Ketchup-Soße und Ketchup, also es ist im Prinzip genau das gleiche, auch die Chester-Art Schmelzkäse-Zubereitung. Das einzige war, dass es hier eine Hähnchenbrust-Fleisch-Frikadelle war und das ist eben eine Rindfleisch-Frikadelle. Und beim Steakhouse gibt es Salatcreme und Pfefferwurzsoße, aber das wisst ihr noch gar nicht, das erfahrt ihr dann erst im Steakhouse-Burger-Video. So, nachdem ich kurz nochmal drin war und der Adi so lange den Balkon inspiziert hat, ist das Ding jetzt, glaube ich, auch so zum Essen bereit. Das heißt, ich klatsche mal dem Brötchen wieder hier drauf. Den Brötchen, das ist wichtig. Beißen wir mal hier rein und probieren mal das Fleisch. Normalerweise esse ich ja so Hähnchenburger lieber als Rind. Aber hier muss ich sagen, dass mir der gleich auf Anhieb besser schmeckt als der Hähnchenburger, weil der ist einfach irgendwie kräftiger, der ist würziger, der hat einfach mehr Geschmack. Es fühlt sich mehr nach Burger an als der andere Burger. Deswegen bin ich mal gespannt, was der Steakhouse Burger kann, weil das ja auch schön mit Rind ist. Wir hauen nochmal ein bisschen rein. Auch die Kombination mit der Soße, dem Käse dazu, finde ich auf jeden Fall geschmacklich top. Also ist kein Luxusburger, ich sage es immer wieder dazu, aber wenn ihr was Schnelles für zwischendurch einfach mal so Bock auf einen Burger habt, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Sind die einfach mega lecker, ihr bräuchtet auch gar nichts anderes dazu, weil das so einfach schon richtig Bombe schmeckt. Ich würde nicht mal erkennen, dass das Ketchup plus Ketchup-Senf gemischt sein soll. Ich merke da nichts Senfiges dran. Es wirkt eher fruchtig, es wirkt eher wie eine fruchtig leckere Fruchtsoße. Mit vielleicht Tomate gemischt, okay, aber irgendwie Schärfe, Ketchup, Senfschärfe oder irgendwas da merke ich gar nicht. Es ist auch sehr orange, wirkt sehr flüssig.
Im Gegensatz, wenn ich Senfketchup selber mache, ist das ja immer so ein richtiger Brei. Das ist aber kein Brei. Das ist jetzt hier die Samyang-Soße, die wir da auch mal natürlich drauf probieren wollen. Da habe ich jetzt wirklich eher den Eindruck, dass diese Samyang-Soße eher zu Hähnchen und Hähnchengerichten oder wenn du gerade beim Chinamann hier so Hähnchenbrust bestellst und knallst dir das noch drauf oben auf dieses panierte Fleisch, ist das richtig genial. Zu diesem Rind wirkt das jetzt nicht so. Meiner Meinung nach verfälscht das alles sehr den Geschmack. Den solltest du wirklich einfach so essen, wie er ist. Jetzt brennt mir natürlich die ganze Fresse, aber ich werde den Rest wahrscheinlich so essen, denn ich habe auch nur noch diese eine Flasche Samyang und das muss richtig funktionieren, das muss richtig harmonieren, das muss richtig schmecken. Ich wusste nicht, was ich sonst hier drauf probieren kann, deswegen, weil die Aufwärme es mal probiert, aber den könnt ihr ruhig so essen, wie er ist. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Kennt ihr den auch? Den Big Beef Classic? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.